Hallo, ich bin die Elisa und wir machen heute eine kleine Reise durchs Puppenhaus. Wir schauen uns sogar ein paar geheime Winkel an. Aber nicht weiter so. Also kommt! Das ist der mittlere Saal. Hier finden die Mini- und Midi-Music-Veranstaltungen statt. Alle von 3 bis 100 Jahren können hier mitmachen. Das ist nichts langweilig zum Herumsitzen. Da macht jeder mit. Schaut es doch selbst. Bei den Mini- und Midi-Music-Veranstaltungen macht's immer Spaß. In spannenden Geschichten werden hier klassische Musik und Musik aus fernen Ländern verpackt. So lernt man ganz nebenbei viele neue Instrumente und Klänge kennen. Und das Schönste, man kann richtig mitmachen. Bei diesen Erzählkonzerten ist für alle was dabei. Aber das ist noch nicht alles, was das Bucknerhaus für uns Kinder zum Bieten hat. Die Kinderklangwolke macht jedes Jahr besonders viel Spaß. Die findet jedes Jahr auf der Wiese vor dem Bucknerhaus statt. Ja! Wow! Eine Klangwolke nur für uns Kinder. Die war schon so erfolgreich, dass sie noch einmal durch Österreich auf Tournee ging. Jedes Jahr wird dafür ein Stück komponiert und mit und für Kinder aufgeführt. Der Eintritt ist natürlich frei und ich schaue mir die Kinderklangwolke heuer sicher wieder an. Im Brucknerhaus gibt es natürlich noch viel mehr zu sehen als Sessel und Säle. Bei einer Führung im Brucknerhaus erlebt man schon einiges. Aber jetzt zeige ich euch mal meine Lieblingsplätze im Haus. Na kommt! Von da kümmern sie sich ums Licht vom großen Saal. Aber pst, das ist gerade eine Vorstellung. Vom Brucknerhaus. Da darf nie wer rauf. Von da sieht man sogar das AIT. Wenn Jay ist, sieht man bis ins Mühlviertel. Aber bei so einem Wetter nicht. Jetzt sind wir in der Klimaanlage vom Brucknerhaus. Die brauchen einen ganzen Raum dafür. Früher haben sie mit der Klimaanlage das große Backbord geheizt. Mehr sollte das Wasser nicht kalt sein. Man sieht zwar nicht, aber da hinten ist Aufzug in den Keller, dass da die ganzen Sesseln verstauen können, wenn sie es oben nicht mehr braucht. Normalerweise muss man bei einer Vorstellung im großen Saal immer ganz leise sein. Aber heute ist die Vorstellung! Ja! Ist die Klangwolke schon der Höhepunkt im Jahr. Aber für die Schulanfänger gibt es noch eins drauf. Ja, und wie im Haus voll Musik was los ist. Beim letzten Mal hatten schon über 8000 Kinder das Brucknerhaus für sich allein. Und es werden jedes Jahr mehr. Viele lernen dabei einige Instrumente zum ersten Mal kennen. Natürlich darf man auch alle selbst ausprobieren. Elisabeth und Wolfgang machen das gemeinsame Musizieren, Tanzen und Singen zu einem großen Ereignis. <lacht>
Ich hoffe, euch hat mein kleiner Einblick gefallen. Kommt bald wieder und nur viel Spaß bei der Führung. Tschüss!